Hallo Leute, hier ist wieder der Xi. Und der Edfuhl. Wir machen weiter mit Mystical Ninjas The Rank Waymon. Wir sind hier vor dem Warenhaus in der Bizen-Region. Und hier sollen wir eine weitere Fähigkeit bekommen. Von dieser Person, die da die ganze Zeit eingeschlossen war. Ja. Moment, den kenne ich doch, ne? Ja, das sieht immer noch ganz cool aus. Und die Frau da schläft anscheinend immer noch. Also hatte sie den ganzen Weg mit hergeschleppt. Ja, super Springer. So. Das ist eigentlich eine recht leichte Aufgabe. Wir müssen halt einfach da hochspringen. Richtig. Wir müssen in der richtigen Zeit die Spitze erreichen. Und dazu hat man genug Zeit, weil ich bin mal von weiter oben ganz nach unten nochmal gefallen und hab's trotzdem noch geschafft. Ja? Ja. Also man hat echt genug Zeit. Ich will hoffen, dass du dich behältst. Null. Nee, ich kenne nur den netten Vorführeffekt während Let's Plays. Ach so. Ja. Wenn der sich eingestellt hat, warst du ja auch schon hin und wieder dabei. Ja, kommentiere irgendwie, ich muss mich hier konzentrieren. Ja, also die Aufgabe dabei ist halt hochzukommen und die Spitze zu erreichen. Und ja, man muss halt da springen, oben, immer wieder, dass man nicht runterfällt. Man hat ein Zeitlimit, das sieht man da oben ganz gut. Also von außen hat das Ding zwar recht klein ausgesehen, aber wie man sehen kann, es ist riesig innen drinnen. Zwischendurch will er nicht springen, das gibt's doch nicht. Naja, ich würde sagen, lief ganz gut. Ja, das haben wir geschafft. Wow. Ah, bravo. Der Kerl sieht... Ja, von jetzt an kannst du dich ein super Springer nennen. Ja, hurra. So, und jetzt verpiss dich bitte wieder, ne? Da. Ja, du kannst jetzt fliegen. Nein. Sag echt. Na gut, dann schließen wir das Ganze gleich in Sasentown ab, würde ich sagen. Die wunderschöne Jai. Ich habe nur ein einziges Problem. Ja. Wo kriegen wir die Bomben her? Welche Bomben? Die großen Bomben. Vielleicht gibt es keine großen Bomben. Die muss es doch geben. Wie sollen wir sonst die Türen aufkriegen, die noch ganz waren? Vielleicht kann man die nicht aufbekommen. Das kann doch auch nicht sein. Ja, so viel fehlt uns nicht mehr bei dem Spiel. Wir haben es doch schon öfters gesehen, dass manche Helden zu blöd dafür sind, eine Tür zu öffnen. Auf wen spielst du da jetzt an? Eigentlich auf dich und so, Army of Two. Ich hab's ja schon aufgekriegt, du bist dann immer über mein Bein gestolpert. Nein, ich meinte die Tür, wo du davor standst. Ach, ich mag die Musik. Ja, ihr müsst es ja wissen. Also die Zuschauer müssen es eigentlich wissen, weil sie könnten jetzt ein schnelles Video aufmachen. Dann da hinspulen. Die Zeit hat auch jeder. Hallo, unsere Zuschauer schmeißen die Zeit raus und ums und um. Die Zuschauer schmeißen ihre gute Zeit raus und. Ich bin ersichtlich beleidigt. Ja. So, jetzt hat. Die Zuschauer werfen ihre Zeit raus, um uns beim Zocken zu. Einfach die Fresse. Nö. Die schauen uns zu und wenn man. Wenn man echt nichts Besseres hat, dann kann man doch wohl eigentlich auch mal kurzzeitig. Gucken,
Was? Straßenmönch. Ja, das wird wahrscheinlich der sein, den wir suchen. Schau, ja. wir sind doch schon weltbekannt. Das ist der Sohn. Einfach nur der Sohn. Sohn, komm mal her. So, wie sie der Begriff sagt. Siehst du das Feuer da? Würde ich mal löschen. Ich würde gerne. Okay, dann halt. Oh. Ja, bitte. Oh, für 800. Jetzt haben wir kein Geld mehr. Ja, aber ich schätze mal, dass wir Sande es nicht bekommen hätten. Ey. Ich vermute es. Höchstwahrscheinlich. Es hat einfach was. Ja. Am meisten, weil er so kurzzeitig ein Jetpack bekommt. Mini-Jetpack! Ich finde schade, dass es nur aus dem Stand aktivieren könnte. Dann könnte man so richtig hochkommen damit. Richtig hoch. Richtig hoch. Richtig hoch. So richtig. Ja, echt richtig hoch. So richtig arg hoch. Ja, das ist echt richtig hoch. Oh ja. Da kämen wir über diese Stadtmauer drüber. Ich freue mich immer noch, warum du aus dem Blumen gehst, obwohl du eigentlich richtig hoch springen könntest. Ich will doch nur. Sag mal, hast du was anderes zu tun, Sasuke? Ah, nein, das ist eine unsichtbare Mauer. Es hätte sein können, dass ich mich da durchglitsche oder so. Apropos. Glitschen? Okay. Speichern wäre nicht schlecht, hast du ja vorhin gemeint. Ja, und ich nehme mal an, die Person, die der Priester vorhin meinte, von wegen, okay, wenn wir jetzt schon hier sind, können wir es auch gleich abgeben. Ich schätze mal, die Person, die der Priester vorhin meinte, der was gestohlen hat, ist wahrscheinlich der hier. Der Wunderschnee. Sieht aus wie eine Schneeflocke. Ja. Ja, dir auch noch einen schönen Tag. Verpiss dich. Das hab ich nicht gesagt. Das hab ich nicht gemacht. Gesagt. Hör mir zu. Jetzt, da wir eigentlich jetzt alle Superkräfte haben, ne? Yep. Haben wir gesagt, wir holen alle Katzen. Alle Katzen holen wir jetzt. Hat hier wirklich alle Katzen. Ich hoffe, dass wir damit jetzt alle zusammen kriegen, wenn hier nicht, oben, haben wir ein Problem. Ja, da wo wir dann hingehen, halt dann irgendwo wird es bestimmt auch irgendwo zwei Katzen oder drei Katzen geben. Yay, Panda! Weiß ich nicht. Yay, Panda! Irgendwann müssen wir mit einer Webcam aufnehmen. Es geht nicht anders. Bist du dir da sicher? Zieh dich halt dann mal an. Sitzt hier immer nackt rum. Schönes Wetter heute. Regnet's? Ich weiß nicht, was du jetzt aber mal hast. Ja, ich auch nicht. Ja. Ich find's toll, dass dieser Drache immer aus der Erde kommt. Ja, ich find's auch immer recht interessant, dass er auf einmal kleiner wird, wenn er zu einer Stadt hinfliegt. Und was ich auch interessant finde, dass dieser Drache im Grunde genommen locker 100-mal so groß ist wie so eine Stadt eigentlich. Ja, ich auch. Und jedes Mal eigentlich die komplette Stadt vernichtet, wenn er landet. Nein, er wird dir da ganz klein, guck. Ah, Mist. Er verkleinert sich auf das Minimalste. Perfekt, wir sind sogar richtig Wir sind sogar gleich richtig gelandet, dahin wollte ich nämlich, glaube ich. Oder? Ach nein, das war's nicht. Habe ich die hier mitgenommen eigentlich? Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wo du hin willst. Hier in der Stadt gibt's noch eine Katze. Echt? Ja. Das ist hier beim Wasser, bei so einem Zwischenpunkt. Da braucht man. Dass es nicht bei dem Sarsentown war? Nein, das war hier. Da bin ich mir ziemlich sicher. Okay, ich glaub dich schon. Wenn du vielleicht eine Mail im Strom hast, bist du, glaube ich, schneller. Oh, ja, das gefällt mir. Du bist eindeutig schneller. Nee, hier war's nicht. Hier gab's keinen Eingang mehr. Im
Wasser? Wusste ich nicht. Du bist jetzt beim Schloss. Dann bin ich falsch rum. Heute beim Schloss da? Aber jetzt gerade, wenn ich so überlege. Ist halt doch Sarsentan, oder? Du hast mich jetzt ins Zweifeln gebracht. Trotzdem, hier nochmal zu überprüfen, ist auch nicht verkehrt. Jetzt hier auf jeden Fall erstmal dann ins Schloss. Die war ja, die ist nicht mehr da, ne? Ah, nicht okay. Jetzt dreh dich doch nicht gleich immer derartig, weil ja, ey. Sie will nicht, dass du sie von vorne siehst. Ach ja, und deswegen ist auch die Kamera. Achso, es war der Kameramann in dem Schiff. Ja. Der die ganze Zeit von unten unbedingt. Das war der Kameramann, das war der Perverse. Immer diese perversen Kameramänner. Ja. Okay. Sieht wohl so aus, als müsste ich doch in Dasentown nachsehen. Ich will aber trotzdem erstmal hier ins Schloss gehen, wenn wir schon da sind. Ich muss alles kontrollieren. Hier erstmal alles kontrollieren. Yep. Und was mich halt auch immer noch so ein bisschen wurmt, ist dieses eine Gebäude, das hier. Wo man nicht reinkommt? Ja. Ja, dieser Comic-Stick. Ich frage mich auch, was das ist. Warum ist dieses Gebäude da? Und ich kann es nicht lesen. So geht's auch nicht kaputt. Das bringt auch nichts. Schon echt böse. Kiss dich. So, da ging's zum Schloss, ne? Ich glaub schon, ja. Ja, wollte ich aufhalten. Müsste der Weg zum Schloss gewesen sein, ja. Aus dem Weg. Ja, ich weiß, mit dem Hinfliegen wäre ich schneller gewesen. Aber das ruft nochmal ein wenig Nostalgie hervor. Ja, wir stellen uns jetzt gerade vor, als wären wir nochmal im ersten Level, wird nichts. Ja. Das würde das Let's Play erst jetzt anfangen. Ja. Wäre das nicht schön? Nein. Dann müsste ich meine ganzen Prüfungen nochmal schreiben. Oh Gott. Ja, ich wäre dann auch noch in der Schule. Gut, dass die Zeit vergangen ist. Ja. Jetzt bin ich arbeitslos, ja. Viel besser. Jetzt lebe ich auf der Straße unter der Brücke. Schon klar, ne? So, da ist auch nichts. Auch wenn die Textur hier wahnsinnig seltsam aussieht, ist. Ja. So. Edo Castle. Jetzt müssen wir nur noch wissen, wo wir genau hin mussten. Einfach immer weiter hoch, bis wir in einen Raum kommen, wo Wasser ist. Da war ein Schlüssel, oder? Ja. Kann es sein, dass das Ski schneller ist als die anderen? Das kleine Roboter. Eben. Das Wasser. Das Wasser? Du kannst ja nicht drüber springen, glaube ich. Eigentlich. Eigentlich. Dann ab ins Wasser, ja. Jetzt bin ich gespannt. Also wenn es hier überhaupt was gibt, weil es gibt ja noch einen Raum. Alter, ist der groß. Aber hier ist offensichtlich nichts. Es gibt ja noch einen Raum. Deswegen. Echt? Ich glaube noch einen zweiten Raum mit Wasser. Ich glaube noch einen zweiten Raum mit Wasser. Ja, doch. Oh, was war das? Hast du das gesehen? Ja. Hab ich gesehen. Ich musste es mit ansehen. Du kannst nicht über die Schildkröten hoch. Könnte ich, ja? Eigentlich. Eigentlich. Ja, warte, wo läufst du hin? Du musst doch in die andere Richtung. Sicher? Da ist nur eine Schüssel. Schüssel? Schüssel. Schluschi. Aber nur eine Schüssel drin. Eine Schüssel. Eine Schüssel. Aber ich
bin relativ sicher, dass sich irgendwo unter Wasser noch was befinden dürfte. Gut, das ist kompletter Bockmist war mal wieder. Ach, Sasuke ist schon so ein kleiner Roboter. Gab es hier zufällig irgendwo eine Stelle, wo man Sasukes Fähigkeit vielleicht brauchen könnte? Weißt du? Und solche Einzelheiten wie diese, okay, die haben sogar eine extra Sterbeanimation. Wusste ich nicht. Komm, hier muss irgendwo noch was sein. Das glaube ich nicht, dass das mit der Hand damals das Einzige war, was... Bin ich hier gerade richtig? Ja. Nein, warte. Moment. Haben wir eine Karte? Ja. Du bist falsch. Gut, dass wir es noch gerade rechtzeitig gemerkt haben. Macht doch voll den Slide. Na, muss halt da rüberhüpfen. Ich habe Verwandlungsimmunität. Den ersten Tür musst du ran. Rup. Swine. Das ist eine Tür, da muss ich rein. Ich dachte immer, dass hier irgendwo ein Geheim noch so eine Wand gäbe, die man nicht als... Nein, das war ja ganz am Schluss, ne? Die habe ich ja geöffnet. Und ich könnte eigentlich auch mal hier runtergehen. Das war knapp. Ein Schuss durch den Kopf durch. Ja. Aber ich hatte wieder... Immunität. Okay, hier war nichts. Dann vielleicht auf der anderen Seite. Hey, die Viecher haben wir tatsächlich auch Münder. Kamera, geh bitte unter Wasser. Sieht nicht danach aus. Was ist hier denn mit dem Wasser? Das ist einfach nur so eine kleine Linie. Ja, so ist halt Wasser damals dargestellt worden. Ja. Ja. Ach, das macht Sinn. Oh Gott, lass diesen Weg bitte nicht umsonst gewesen sein. Hoffentlich, ja. Hui. Was war das denn jetzt gerade? Keine Ahnung, ich hatte einfach gerade Lust drauf. So, das ist... Noch mehr Räume gibt's aber nicht, oder? Das war der letzte mit Wasser. Nein, es gibt, glaube ich, noch mal einen. Noch einen? Was zum... What the hell? Hey, ich glaub, der ist nicht dafür ausgelegt. Sehr gut. Zweifelst du jetzt auch gerade an meinen... Deinen Können? Nein, ja, mein Können, sondern, daran, dass sich hier irgendwas befinden könnte unter Wasser. Ich glaube wohl kaum, dass sich hier was empfindet noch. Empfindet? Was hier brennen ist. Aber es gibt noch einen Baum. Soll ich den auch noch austesten oder nicht? Ja, bitte. Der Teppich lag falsch. Das ist ein Ninja. Das ist nochmal ein Ninja. Ja. Ich weiß mit Shuriken. Ja. Warte, was ist da links? Da war irgendwas gelegen. Das war nur Essen. Und okay. Das wird von Ninjas bewacht. Ich dachte, das wäre Mietze. Die hätte ich ja wohl mitgenommen. Hui. Aufknallen. Ich schätze mal, dass es nicht die Platten sind, sondern halt oben ein Stopper oder sowas. Ah, okay. Das läuft ganz System aus, hab ich mal angeguckt. Vielleicht hätte ich es jetzt beschädigen können. Nein, wir sind jetzt schon oben. Echt jetzt? Es gab. Wir waren doch in irgendeinem Raum und da haben wir gesagt, hey, da ist ein Loch.
Ja, das war in dem das war in dem Spielzeugschloss. Nein, da war noch ein Hundeschloss. Darf ich bitte raus? Nein. Aber der Aufzug ist stehen geblieben. Sie spielt. Ach, ist das schön. Was sie hat aufgehört. Na gut, dann war der Ausflug schon mal umsonst, aber der Spielzeugschloss wird es nicht sein. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich bin mir sicher, dass da ein Loch war. Gehen wir nochmal jetzt in den Raum, wo du jetzt reingehst. Und jetzt gehen wir so am Rand entlang. Das war also den nächsten Wasserraum. Ja, kann ich schon machen. Ich meine, bevor wir wirklich irgendwas übersehen. Weil ich meine, oh, wie süß, die laufen vor dir weg. Oh, nein, sie gehen noch. Ja, die putzen hier halt, ne? Also, was soll jetzt hier sein? Okay, dann geh weiter. Geh weiter. Gut, geh weiter. Geh weiter. Okay, jetzt geh mal da rein in das da. Kannst du mal kurz Bescheid sagen, dass wir aufnehmen? Jetzt warte, nein, nein, andere Richtung. Oder wo bist du? Ich bin auf der anderen Seite. Achso, genau, dann weitergehen. Entschuldigung, ich weiß gar nicht. Wo soll jetzt ein Loch sein? Ich dachte, dass da irgendwo mal ein Loch war. Ich sehe nichts. Okay, komisch. Ich hab's mir wohl eingebildet. Wie gesagt, also im Geisterschloss ist auf jeden Fall in dem Raum mit Wasser weiter unten noch was. Ja, okay, dann ab zum Geisterschloss. Komisch, dass es hier kein weiterer Raum gab mit Wasser. Leute, ihr müsst zugeben, die Sache hier war verdächtig. Gut, dass es dann am Ende so enden würde, dass wir in einem Raum bemerken, hey, das ist nur ein paar. Nur 1,5 Meter tief ungefähr und eigentlich nicht zum Betreten gedacht. Das kann man ja nicht wissen. Ja, das war echt lustig. Diese Kamerafahrt, einfach herrlich. Ich glaube, ich schaue mir heute wirklich nochmal die alten Dinge an. Was? Die alten Teile von uns. Okay. Ich glaube einfach, dass das uns zu war. Ich glaube, du musst da ran. Nichts berührt dich, aber trotzdem rumschlagen. Ich bin halt einfach nervös. Weißt du, es sind eigentlich bloß ziemlich leichte Platten und die explodieren als großes Kaboom. Ja. Da, weil ich glaube, wir sind mal da gerade so rübergekupft und dann haben wir da unten rechts irgendwo was gesehen gehabt. Da haben wir irgendwo was gesehen gehabt, glaube ich. Ja, das hier ist ja auch der Raum, der bei dem es weiter runter geht. Wo ist hier was? Das frage ich mich, weil ich jetzt gedacht, da ist was. Ja, Kamera, du darfst dich auch drehen. Tja, war aber nix. Naja, dann gehen wir weiter. Hey, guck mal. Huh? What the fuck? Das sind keine Schildkröten. Was ist das dann? Ich habe keine Ahnung. Irgendwelche Rochen. Zumindest erinnert es mich an ein Viech aus Metroid Other M. Okay. Naja, gut. Dann können wir das Schloss getrost abhaken. Dann gehen wir weiter, ja. Gehen wir zu dem nächsten Schloss. Haben wir wieder Zeit verplempert, wunderbar.
Hosen. Dann gehen wir jetzt erstmal nach Sasentown. Und holen wir uns da die Mieze. Ist ja sowieso auf dem Weg. Ja. Oh Gott, in dem Festival-Tempel müssen wir dann nochmal bis ganz ans Ende. Der Raum mit dem Wasser war der letzte vom Boss. Du musst doch da noch hochspringen. Festival-Tempel. Wir müssen erstmal noch bis zu dem Raum mit den Fischen. Da bei dem Raum mit den Fischen müssen wir nochmal komplett hoch und da oben ist dann der Raum mit dem Wasser. Hat fast gepasst. Ah, es gibt schon manchmal doofe Menschen. Will ich nicht mal wissen, wie lange sie eigentlich in die Schule gehen. Ja, also da muss ich ja schon meine Bewunderung dafür zum Ausdruck bringen. Was? Nichts. Nein, aber aus einem Jahr werden 4 Jahre. Das ist Unmut. Ja. Wenn das hier nichts wäre, wäre das so lustig. Ja, Gott sei Dank ist hier was. Ah, da liegt Geld. Ja. Hat sich das ja gleich doppelt gelohnt. Wow, 3 Goldmünzen. Das sind Millionäre. So, Ungleichheit da. Der dürfte uns auch gleich direkt vom Schlosseingang rauswerfen, hoffe ich. Hoffentlich. Weil mit Sasukes Jetpack können wir vielleicht ein bisschen was überspringen, sollte uns nicht direkt davor herauswerfen. Ja, hoffentlich. Hoffentlich. Ja! Wäre es gemein, wenn ich sagen würde, ja, es schrei, wenn sie stirbt, wäre es lustig. Yeah. Ja, die Szene ist auch drin. Ah, okay. Das ist das Schloss. Ja, ich bin, da wollte ich auch hin. Achso, ja, okay. Aber das sind keine Fische. Fische? Wieso Fische? Keine Ahnung. Wovon redest du? Wovon redest du? Ich weiß es doch nicht. Jetzt mal raus mit der Sprache hier. Die Wahrheit muss ans Tag. Was, das ist nicht eine neue Kamera? Was ist, wenn der Film voll ist? Mit Geistern. Boah, jetzt halt wieder angeben. Ja, jetzt kommt der uns von oben und sagt, Mensch, nein. So, hier haben wir soweit alles. Da war ja sogar großzügigerweise mal eine goldene Katze. Ja. So, welcher Nebenraum war denn jetzt der mit dem Wasser? Oder meinst du, ich sollte hier mal auch runter? Ja, weil. Oder nein, das macht mir Schaden, oder? Keine Ahnung, ich spiele mal rein. Wer weiß, wie tief das ist. Bekomme ich hier Schaden? Das könnte sich natürlich auch wieder als so einen Raum herausstellen, der eigentlich gar nicht. Ja, wunderschön. Wunderschön. Oh ja, so ein schöner Boden. Ja, die muss ich den schon mal genau ansehen hier. Bevor sie zum Ninja geworden ist, hat die Pools verkauft. Oh, nett. Das ist ja wirklich freundlich, muss ich schon sagen. Muss ich anerkennen. Ich weiß immer noch nicht, welchen Raum du meinst. Es gibt hier so einen Raum, da mussten wir mit dem Aufzug runter und da schwammen solche Teile drin. Ich glaube, wenn wir hier nach links gehen, müssten wir zu dem Raum kommen, wo ich meinem Hass auf Vasen freien Lauf ließ. Vasen. Genau da unten. Hier wollte ich hin. Vasen. So, und hier unten
ist dieses Kämmerchen, das du gemeint hast? Da war das vielleicht auch hier. Das Ding da. Ach, das. Ah, da ist auch eine Katze. Ja. Wenn sie da jetzt mal hinzukommen, ist ganz schön schwierig. So, brauchen wir noch eine silberne. Yes! Wenn man irgendwie sehen könnte, wie viel man schon hat. Vom Gesamten? Ja. Naja, es ist halt nicht wie in Zelda, dass du genau sagen konntest, ja, ich brauche nur so und so viel. Ja, langweilig. Überhaupt. Ja, da gibt's ja goldene und silberne, das ist das, weißt du? Boah, ich gehe davon aus, also jetzt brauchen wir noch eine silberne, dann fehlen uns noch drei komplette Herzen. Da wir jetzt noch, wir haben jetzt noch wenigstens drei Punkte mit Katzen, die wir wissen. Mindestens. Da kann schon noch was bei rauskommen. Dann denke ich mal, wird bei dem U-Boot jetzt, da das U-Boot ja explodiert ist, wahrscheinlich, kabum, ja, ist wahrscheinlich jetzt auch ein Weg frei geworden. Nehme ich jetzt mal an. Ist mir egal. Das ist mir gerade alles ziemlich lal. Der eine Raum mit dem blutigen Wasser? Nein, da war sicher nichts. Glaube ich auch nicht. Hätte man zwar mit Sasuke dann vielleicht zu diesen Hölzern hochspringen können, aber ich glaube nicht, dass da was war. Zwei in einem Level? Ja, ich weiß es ja nicht. Ich hab in diesem Spiel noch nie alle gesucht. Das ist jetzt. Willst du eigentlich jetzt hier so einen 100%-Run machen? Ich will so viel sammeln wie geht auf jeden Fall. Irgendwie mache ich das immer nur im Let's Play, fällt mir auf. Ich habe mir früher nie Gedanken wegen diesen Katzen gemacht. Ich habe einfach nur die gesammelt, die auf dem Weg gelegen sind. Ich habe nie umgedreht. Und jetzt im Let's Play denke ich mir, könnte ja sein. Da war was. Vielleicht bist du dann einfach nur zu faul in real life. Das kann schon sein, ja. Na gut, dann geht's dir wie mir. Ja, wisst ihr, irgendwie. Hier war nichts mehr mit dem. Nein, das haben wir da jetzt schon die Katze eingesammelt. Ja, aber könnte ja sein, dass man hier mit das G irgendwie so. Wenn es jetzt lustig wäre, wenn du jetzt halt eigentlich den Drachen rufen würdest. Hier unten? Dann würdest du ja eigentlich doch die ganzen. Doch alles durch. Ja. So eine Bruchlandung, wie der Drache gemacht hat, als er das erste Mal aufgekreuzt. Jetzt müsste sowieso alles mögliche in Schutt und Asche liegen. Müssen wir jetzt wirklich dahin? Ja. Forkipork haben wir alles. Sasentown haben wir auch alles. Izumo, war da irgendwas bei den Dünen, wo wir noch hingekonnt hätten? Nein, oder? Warte, ich überlege. Doch, in der Wüste könnten wir vielleicht bei der Oase unter Wasser tauchen. Wollte ich gerade sagen, da war es doch irgendwas bei der Wüste. Ist mir immer noch lieber als der blöde Festival-Tempel. Festival-Tempel. Ich meine, wenn man ihn so normal macht, warte, ist kann man bei der Oase untertauchen? War tiefer, ja, denke ich. Ansonsten fällt dir noch irgendwas ein, wo wir unter Wasser tauchen könnten, wo ein Eingang war? Irgendwo hatten wir doch da auch noch irgendeinen Eingang unter Wasser, oder nicht? Ich überlege gerade. Beschwören könnte ich es jetzt auch nicht gerade, aber. Warte, gehen wir da nach hinten. Wo bist du denn da gekommen? Da glaube ich, könnte es sein, dass wir zur Brücke. Ach, hast du nicht bei der Brücke? Bei der Brücke können wir auch noch suchen, weil ich meine, da haben wir auch nicht wirklich gesucht. Du meintest bei der Brücke mal erwähnt einen Eingang gewesen. Hagi. Ja, ich weiß noch irgendwie, dass ich mal als kleiner. Rumgelaufen bin. Bei der Brücke? Ja, ich glaube, als Ubi Sumaro bin ich da als kleiner rumgelaufen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich werde mich bei der Brücke auf jeden Fall mal als Meerjungfrau umsehen. Vielleicht hilft's ja was. Was ist denn für eine Fratze? Sie sind total überrascht, als hätten sie nicht geahnt, dass wenn ich mit dem Schwert auf sie zurenne, dass ich sie aufschlitzen. Ja, denn meine Güte. Okay, es ist weniger aufschlitzen als. Zwei Teile? Ja, eigentlich schon. Aber warte, wo bist du jetzt hin? Jetzt
bin ich bei der Brücke. Okay, jetzt bist du irgendwann runtergeflogen. Ja. Okay, jetzt gucken wir uns genau um. Also bei der Brücke, die Katze auf dem Holzding. Kann man stehen? Okay, jetzt guck mal dahin. Guck, da kann man höchstwahrscheinlich irgendwie hochgehen. Okay. Die Katze, haben wir die Katze die da drüben? Die Katze hast du schon, ja. Die hast du schon, da bin ich mir ganz sicher. Was ist mit der Vase da drüben? Das ist nur eine Vase, wo Geld drin ist. Da war sonst auch nichts. Okay. Ja, es frisst natürlich jetzt einiges an Zeit, aber warum nicht? Die Folge kann man ja, wenn es unbedingt sein muss, überspringen. Aber wir suchen halt jetzt halt noch alle Katzen. Okay. Ah! Ah! Ha! Da ist die Katze. Sehr gut. Ja. Sehr gut. Gut, dass du dich daran erinnert. Das ist mal ein mieses Versteck. Von sowas geht man doch nicht aus. Vor allem deswegen geht man davon nicht aus. Schöner Hintergrund. Ja, wahnsinnig hübsch. Hinter den Bergen vor allem. Ja, wobei, ich glaube lieber so rüber. Okay. Fall ich nicht runter. Das ist echt nicht schlecht. Aber sehr gut, dann haben wir wieder eine Katze komplett. Ah, okay. Okay, also muss es mindestens noch... Ja, es gibt jetzt halt noch eine Katze und noch zwei goldene. Noch vier silberne und zwei goldene. Oder... schaue ich mir erstmal noch mit ihr hier unter Wasser um. Ob wir hier noch irgendwas haben. Auch wenn ich ganz ehrlich sagen muss... Das Getippe hier geht minimal auf den Senkel. Vor allem ihre 90 Grad Schwenkerei, ja, doch, stimmt schon. Das war auch kein Portal, ne? Nope. Das einzige Portal ist, glaube ich, das, wo du da vorne, oder? Ja, mit dem Fleisch, mit den Steinen da. Weißt du, wo noch was sein könnte? Wo? In dem Turm in Yamato. Nein, da haben wir doch schon ganz oben gewesen. Ja schon, aber es könnte sein, dass man da noch irgendwo mit Sasukes Sprungfähigkeit höher kann. Echt? Ich weiß es nicht. Uff. Oh, willst du dich einfach mal deine Sachen rufen wollen? Oder willst du da noch hochgucken? Nein, ich dachte, ich hätte einen Vorsprung gesehen. Aber offensichtlich nicht, nein. Weißt du, ich wollte unbedingt den Drachen hier oben rufen. Oh, voll... Wie heißt... Jetzt, damit er uns einmal abholen kann, ohne gleich alles kaputt zu machen. Oder meinst du, dass es hier noch irgendwas gibt? Scheiße. Mir wäre noch was eingefallen. Was gab's denn noch? Fuck. Leck mich. Nein, aber bei den Häusern, man hätte vielleicht... Die Häuser haben doch immer so kleine Abstände dazwischen. Was wäre, wenn man... Da mit eben Sumaru dazwischen kommt. Dass zwischen zwei Häusern genau ein Abstand dafür gedacht ist. Uff, das ist dann aber heftig. Also komm, das gerade, was wir gerade gemacht haben, war auch nicht viel besser. Ich möchte schon nochmal überprüfen, weil vielleicht war es ja dann keine... Weil dann hätte es auch Sinn, dass diese ganzen Häuser derartig seltsam dastehen. Oh, scheiße. Viel Zeit durchfließt. Ja, aber es ist halt oft so. Ich meine, bei Zelda bin ich auch, weiß nicht, wie viele Folgen dann an den Nebenaufgaben gesessen. Also es ist schon... Aber hier müssen wir wenigstens kein heißes Wasser schleppen. Wieso musst du jetzt unbedingt diese Bazooka haben? Hätte ich die nur nicht aufgesammelt. Na gut, dann schauen wir mal mit Hagi. Das Haus hier können wir definitiv nicht hinein. Haben wir auch keinen kleinen Eingang oder so? Das wäre nämlich auch noch so eine Gemeinde, die ich mir vorstellen könnte. Oh, das wäre echt schön. Das Haus ist sinnlos.
Ja, aber die Häuser hier oben, da sind halt lauter so kleine Abstände. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass da irgendein Abstand zwischen den Häusern gerade groß genug ist, dass Ebi Sumaru da durchkommt. Ich kann natürlich mir so etwas vorstellen. Weißt du, die Tür ist verschlossen und dahinter ist der Eingang. Ich dachte halt bei solchen Sachen, man würde... Was läuft denn da hinten rum? Du kannst außen rum wie bei dem Haus. Langweilig. Versuche insgesamt erstmal in so einen Schritt reinzukommen. Ja, hier gibt's einige. Nee. Ich glaube, wenn du bei 2, 3, 4, 5 hier reinkommst, dass du da wirklich nimmst oder. Reinglitschen. Was hat sie dir denn getan? Der habe noch Geld geschuldet. Ach so. Das macht trotzdem keine Begründung. Ja, weil du hast sie getötet und hast aber kein Geld, sondern nur Essen bekommen. Ja, das ist der einzige Grund, warum das Ganze keinen Sinn macht. Genau das ist. Na gut. Wo sollen wir dann hinschauen, die letzten 5 Minuten? Okay. Gucken wir noch in das Festival. Gibt's nicht eine andere Möglichkeit, wo wir schneller nachschauen könnten? Keine Ahnung, mir fällt noch nichts mehr ein. Ich habe jetzt halt schon überlegt. Bei der Eisstadt haben wir schon über da rumgeguckt. Da waren wir, da sind wir auch schon durch den See durch, ja. In unserer Heimatstadt, der eine See, da waren nur Münzen unten, ne? Ja. Da war kein Eingang. Dieser Baum ist so wunderschön. Wie er sich mitdreht. Ja. Da habe ich bei. Kennst du Black and White? Black and White? Ja. Nein, das Spiel mit den Kreaturen und so weiter. Achso. Ja, doch. Wo du immer den Affen verprügelt hast. Oh ja. Ach ja. Ah, du bist so ein Brav. Halt die Beine wegziehen. Ja, der hat immer getanzt. Ja. Ah, schauen wir noch kurz in die Wüste. In die ja, genau da. Und wenn es da nichts ist, dann gehen wir speichern und dann. Machen wir uns in der nächsten Folge ab zum Festival-Tempel-Schloss. Oh Gott. Ja gut, schön wäre zu wissen, ob wir da im letzten Gebiet dann noch eine Katze finden. Und ob es eine goldene oder eine silberne ist. Ich glaube bestimmt, dass wir mindestens eine goldene oder so da drin finden. Ich hoffe es. Tag, bevor ich mich mit ihrem Blumenstrauß verprügel. Muss man schon mal sagen, solche Gegner sieht man nicht in jedem Spiel. Ja, große Gegner, die einen mit Blumensträußen verprügeln wollen und die ein Kleid dabei tragen. Und eine Schleife, glaube ich auch. Könnte denn sonst noch was sein? Die Übergangshöhle zum Festival-Tempel-Schloss, da war auch nichts. Nicht, dass ich wüsste. So, und wo war jetzt bei dir die Dünne? Die Düse? Wo bei dir jetzt das Wasser war? Ich glaube, da mussten wir hier lang. Ja, hilft ja viel. Ja, bloß hier sind wir allerdings auch draußen und können, wenn sie gleich den Drachen rufen, wegfliegen. Ja, stimmt. Aus dem Festivalschloss wären wir nicht gleich wieder rausgekommen. Hey, hier fliegen ja auch Sumo-Ringer Drachen herum. Oh, die sind bestimmt gut durchgebrannt. So, mal sehen. Gehen wir mal hier lang. Könnte sich hier in den Dünen nicht eigentlich auch irgendwo so offen herumliegende Katze befinden, irgendwo am Rand? Wenn man jetzt zum Beispiel hier so lang geht.
wäre halt auch so ein Gebiet, wo man eigentlich ziemlich gut eine Katze verstecken könnte. Einfach weil es so weitläufig ist. Na, jetzt erstmal hier die Oase untersuchen. Okay, so tief war sie dann doch nicht. Ups. Na, mal sehen, ob hier irgendwas rumliegt. Da passt sie nicht durch. Was ist eigentlich mit dem Ding da? Vielleicht so ein kleiner Staudamm einfach. In der Wüste. Sind die wieder penibel? Oh, da steht so eine kleine Ecke aus dem Wasser. Zum Glück macht das keinen Sinn. Ja. Okay, will ich nochmal nach Nordosten in der Wüste und dann beenden wir die Folge. Speichern können wir auch außerhalb. Ja, hier so am Rand, verstehst du? Mhm. Wäre eigentlich auch ideal für so eine Katze. Ja, eigentlich schon. Bei der Musik und dem Ganzen könnte man fast meinen, die wollen das Ganze trostlos erscheinen lassen. Okay. Im Südwesten war ich schon, ne? Ich glaub schon. Schade. Es hätte Sinn gemacht. Na gut, dann eben nicht. Dann gehen wir speichern beim nächsten Mal einen Tempel. Ach, gab's da nicht auch so eine Stelle, wo wir höher springen mussten? Ja. Oder? Oder kamen wir da dann von der anderen Seite auch hin? Nein, du musst höher springen. Ich überlege gerade, wo es noch irgendwas geben könnte. Ich hätte immer gedacht, dass man mit Sasuke größere Bomben kriegt und damit bei diesen Häusern die heilen Türen auch kaputt machen kann. Vielleicht sollten wir nochmal mit den Kerlen vom Feuerwerk reden. Meinte da nicht auch mal jemand, der hätte sowas? Feuerwerk? Oben in der Stadt im Norden. Hat da mal jemand was von Feuerwerk gesagt, glaube ich. Mal mit denen nochmal reden, vielleicht hat sich da jetzt was getan. Du meinst der Typ, der wo bei der Trommel steht? Könnte sein, dass der gewesen ist, ja. Ja, mit denen könnten wir mal reden. Auf jeden Fall werden wir jetzt erstmal die Folge beenden. Dann würde ich sagen, das war's von Mystical Ninja Staring Goemon für heute. Ich bin der Xi. Ich bin der Fall. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Tschüss.